Hallo alle zusammen und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch mal zeigen, dass das Stream Deck nicht nur was für Streamer ist, sondern auch für normale Menschen. Nicht, dass Streamer nicht normale Menschen werden, aber ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Ich gebe es aber zu, ich habe mir das Stream Deck damals auch gekauft, weil ich damit dachte, ich kann damit meine Streams aufwerten. Hat nicht so wirklich gut funktioniert. Jetzt habe ich das Ding aber da und möchte das gerne weiter benutzen, beziehungsweise benutze es auch weiter. Nahezu jeden Tag. Was ihr damit alles machen könnt und warum das trotzdem nützlich ist, zeige ich euch in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Video fortfahren, noch eine kleine Anmerkung dazu. Beim Schneiden von diesem Video ist mir eben aufgefallen, dass ich mein Noise Gate ein bisschen zu aggressiv eingestellt hatte. Deshalb habe ich zwischendrin leider auch hier und da mal so ein paar Tonaussetzer. Das Noise Gate habe ich jetzt mittlerweile wieder anständig eingestellt. Also sorry dafür. Ich hoffe, es ist noch einigermaßen verständlich. Falls es Fragen geben sollte, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Weiter. Ich habe euch dafür jetzt erstmal ein normales Profil eingerichtet. Ich lösche jetzt hier einfach mal den Willkommensbildschirm raus. Dann zeige ich euch mal die für mich persönlich wichtigsten Funktionen bzw. wichtigsten Knöpfe, die ich jeden Tag benutze. Da wäre zum einen, und eine Statistik wäre jetzt wirklich gut, denn da würde man ganz deutlich sehen, dass ich das tatsächlich am häufigsten benutze, nämlich hier System Website. Website, ich lege mir das jetzt hier einmal drauf, denn ich bin jeden Tag auf YouTube unterwegs und das kann ich mir einfach ganz gemütlich auf die Taste legen, indem ich hier einfach youtube.com eingebe. Dann ist das Ganze gespeichert und mit einem Klick darauf wird immer der in Windows hinterlegte Standardbrowser gestartet und wir kommen direkt auf YouTube. Können wir ja mal machen. Klickt da mal drauf. Und wie ihr im Hintergrund seht, YouTube wird gestartet. Super Sache, benutze ich jeden Tag, finde ich mega. Als zweiten Tipp, was ich euch auf jeden Fall auch empfehlen kann, ist, ich benutze gerne die Logitech G502 Wireless Maus. Ich hasse Kabel, ich mag sie nicht nur einfach nicht, sondern ich hasse Kabel, wirklich. Deswegen tausche ich hier so nach und nach alles so ein bisschen auf Wireless aus, eben auch meine Maus. Problem aber bei der Maus ist, dass ich nie genau weiß, wie denn der Akkustand ist. Deshalb könnt ihr euch nämlich hier im Stream Deck Store mal ein bisschen umschauen unter Plugins. Übrigens ist das Ganze. Ich kürze das Ganze hier mal für euch ab und gebe hier einfach mal Battery ein. Dann könnt ihr nämlich hier vom BarRaider unter Utilities die Battery-Applikation quasi auf euer Stream Deck laden. Das habe ich jetzt hier schon gemacht und wir ziehen uns das jetzt hier einfach mal drauf. Müssen wir das hier unten raussuchen. Hier Battery bei BarRaider. G-Hub Battery ziehe ich mir dann einfach darauf. Dann fragt er schon, welches Device. Ich nehme mein G502 und wie ihr seht, 84%. Wenn ihr jetzt weitere Logitech-Devices haben solltet, die mit der G-Hub-Software eben abgehandelt werden, dann könnt ihr hier in dem Dropdown-Menü eben auch weitere, keine Ahnung, Tastatur, Headset und was es da nicht noch alles gibt, könnt ihr dann quasi auch hier sehen. Kommen wir zu Nummer 3. Ich habe halt auch immer mal wieder das Problem mit meinem Internet, weil meistens, ja, ich sag einfach, wie es ist. Ich bin halt wohl beim falschen Internetanbieter. Da ich keine Lust habe, da ständig immer manuell einen Speedtest zu machen, gibt es auch dafür einen Knopf. Auch wieder vom BarRaider. Bester Mann oder Frau, keine Ahnung. Das installieren wir uns jetzt auch einfach mal direkt. Und im Prinzip ist es genau der gleiche Speedtest, den ihr sonst auch im Internet machen würdet. Also wir gehen hier einmal rauf, dann suchen wir uns hier unten einmal den Speedtest, ziehen wir uns jetzt hier einfach mal rein. Dann können wir hier nämlich den Server auswählen. Ich nehme hier den Closest Server, das ist bei mir die Starface GmbH. Zufälligerweise weiß ich nämlich genau, wo die sitzen. Das ist nicht besonders weit weg, also nehme ich die. Dann haben wir hier unten noch, können wir einen Autorun einstellen, wir können eine Uhrzeit einstellen, wir können das Ganze Save to File machen, wenn wir wollten. Will ich aber alles nicht, denn ich will mit einem Klick einfach auf meinem Stream Deck wissen, wie es um meine Internetgeschwindigkeit steht. Das machen wir jetzt auch direkt mal. Ich drücke hier einmal drauf. Hang. Dann seht ihr schon, Running Speed Test. Dauert dann ein paar Sekunden. Ist wie gesagt der ganz normale Speedtest-Prozess. Wird eine Datei hochgeladen und wieder runtergeladen und dementsprechend werden euch dann hier die Werte angezeigt. Warten wir noch ein bisschen, bis das angezeigt wird. Ihr könnt ja in der Zwischenzeit schon mal runtergehen und den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren und mir vielleicht auch in die Kommentare schreiben, was ihr denn mit eurem Stream Deck hauptsächlich nutzt. Außer, was soll ich sagen? Gut, machen wir weiter im Text. Was habe ich denn noch so? Okay, als nächstes, mein PC steht im Wohnzimmer und dementsprechend logischerweise auch mein Mini-Fernseher hier ein bisschen nebendran. Das Ganze MI verbunden, ganz klar. Jetzt ist aber hier mein Rechner in meinem X465-Gehäuse mit viel RGB und Schnickschnack. Und gerade wenn es dunkel ist, ist es manchmal ein bisschen nervig oder es lenkt halt ein bisschen ab. Deshalb gibt es hier nämlich auch für IQ etwas in dem Ganzen. Seht ihr nämlich hier IQ, also weil das Ganze hier ein Corsair-System ist, kann ich jetzt einfach mal die IQ unter Utilities runterladen. Habe ich natürlich auch schon gemacht. Hier habt ihr nämlich unterschiedliche Funktionen. Grundsätzlich benutze ich das aber tatsächlich um entweder an oder aus. Das realisiere ich aber mit Profilen, deswegen ziehe ich mir das einfach so hoch. Ihr seht es auch schon, Profil 2, also einmal Standard und Profil 2 für aus. Und so kann ich mit eben zwei Klicks ganz gemütlich hin und her schalten. Dann mache ich mir jetzt nämlich zum Beispiel den Standardprofil, das Standardprofil, Entschuldigung, Standardprofil hin,
Hier mache ich mir dann das Ausprofil hin und so kann ich eben immer an, aus, an, aus, und das funktioniert auch in Echtzeit. Funktioniert wirklich gut. Ich habe jetzt nur dummerweise keine anständige Kamera an sich, dass ich euch das on the fly live zeigen könnte, aber es funktioniert definitiv. Ich habe auch ganz gerne meine CPU im Blick. Wenn wir hier reinschauen, können wir nämlich hier auch unsere CPU-Auslastung uns anzeigen lassen. Einfach CPU antippen, 7%, Ryzen 7 5800X. Bombenteil. Wird zwar mega heiß teilweise, aber die Auslastung ist wirklich absolut spitze. Das Ding schwitzt quasi so gut wie nie. Ansonsten habe ich tatsächlich eher nur noch kleinere Sachen, die jetzt so in der groben Übersicht sind. Da unter anderem sehr, sehr häufig auch öffnen, weil ich eben ganz gerne meine Standard-Applikationen darüber öffne. Dann hätten wir nämlich zum Beispiel einmal DaVinci Resolve. Öffne ich jetzt hier direkt mal, suche den Pfad aus, drücke hier einmal auf Öffnen, mache den Titel raus, denn das Logo wird ja automatisch aus der hinterlegten Infodatei gezogen. Das habt ihr dann quasi hier, einen Klick darauf, öffnet quasi DaVinci Resolve, machen wir jetzt mal, und im Hintergrund seht ihr schon Blackmagic Design, DaVinci öffnet sich, super. Und das mache ich eben mit Spotify, das mache ich mit OBS. Das sind tatsächlich die drei Programme, die ich am meisten damit verwende. Und dann geht es nämlich tatsächlich schon ins Eingemachte. Ich habe hier nämlich auch ganz gerne noch meine YouTube-Channel-Statistiken angezeigt. Also gerade wie viele Subscriber ich habe. Aktuell sind es 30. Also das ist jetzt aber ein bisschen umständlicher und auch mit ein bisschen Daten verbunden. Also ich sag mal kritische, vertrauliche Daten. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel mal seht, hier steht jetzt E1. Das liegt einfach daran, dass ihr das Ganze erst noch aktivieren müsst. Aktivieren heißt, ihr müsst einmal einen API-Key generieren für eure Channel-Statistiken, müsst hier dann quasi eure Channel-ID eintragen und dann würdet ihr hier quasi auch euren Subscriber-Count angezeigt bekommen, euren Video-Count oder eben euren View-Count. Müsst ihr jedes Mal separat setzen. Ist ein bisschen doof, aber wenn ihr einmal wisst, wie es geht, dann ist das eine super coole Sache. Ich würde aber sagen, ich springe jetzt einfach mal zurück auf mein Profil und dann seht ihr, wie ich es aktuell eingerichtet habe, denn ich habe da noch den ein oder anderen kleinen Tipp für euch. Ich gehe jetzt nämlich hier einmal auf mein Default-Profil und da seht ihr dann eben auch schon ein bisschen mehr. Ich habe nämlich hier zum einen die Icons geändert. Die Icons ändert ihr, indem ihr hier auf den Dream Deck Store geht und dann hier unter Icons euch halt diverse Icon-Packs installiert. Und wenn ihr die dann ändern wollt, dann springt ihr hier eben auf den gewünschten Button, klickt hier auf diesen Pfeil und geht hier dann auf Stream Deck Icon Sammlung öffnen. Dann öffnet sich hier dieses Fensterchen hier und hier habt ihr eine Vielzahl von diversen Icons, die ihr dann eben für den jeweiligen Knopf und die jeweilige Funktion wählen könnt. Super Sache, deswegen sieht es bei mir jetzt hier eben ein bisschen anders aus. Aber wie eben schon besprochen, bei mir habt ihr jetzt zum einen einmal YouTube als Shortcut quasi, dass der Standardbrowser geöffnet wird. Wir haben hier meine Logitech-Batterie, 30 Abonnenten, 4290 Views, 21 Videos. Ich bin selbst überrascht, aber ich glaube, ich habe einige gelöscht. Dann klar, Spotify starten, zurück, Play, Pause, vorwärts, Repeat. Und jetzt wird es von der Anordnung ein bisschen doof leider. Also einmal hier OBS, dann IQ an, IQ aus, einen beliebigen Song. Mal bin ich ja in irgendeiner random Playlist oder so und wenn mir der Song gefällt, dann drücke ich da nämlich einfach einmal da drauf, quasi hier drauf. Und der Song wird dann eben automatisch in meine Lieblingssongs gespeichert auf Spotify. Finde ich ziemlich gut, aber zum interessanten Teil und was euch im Nachgang auch brutal viel Arbeit einfach erspart, kommen wir jetzt auf der nächsten Seite. Denn das ist quasi meine OBS-Seite. Ihr seht schon, sieht ein bisschen verwirrend aus auf den ersten Blick, aber ich für meinen Teil habe das so klar strukturiert, wie es nur irgendwie möglich war. Und zwar habe ich natürlich einmal hier den Streaming-Knopf, wenn ich mal auf Twitch streame oder so, draufgelegt. Hierbei ist aber ganz, ganz wichtig zu beachten, Freunde. Ich habe hier in der Vergangenheit oft das Problem gehabt, dass ich meine Fingerkoordination nicht so ganz im Griff hatte. Deswegen bin ich, wenn ich auf Aufnahme drücken wollte, halt relativ oft auf Stream gekommen. Deswegen, Gott sei Dank, mit dem neuesten Update ist eine Funktion dazu gekommen im Stream Deck, dass ihr hier gedrückt halten aktivieren könnt. Somit kann es also nicht mehr passieren. Ich kann hier drauf drücken. Ihr seht, es passiert nichts. Ich müsste es quasi gedrückt halten, dass Funktion ausgelöst wird. Sehr, sehr gut. Dann bis auf ein paar weitere Kleinigkeiten, wie jetzt zum Beispiel hier einmal SWC steht für Screen with Cam oder eben FO für Face Only. Hi. So habe ich mir noch zusätzlich draufgelegt und dann seht ihr hier noch 9 andere. Das finde ich mega cool. Das habe ich fairerweise, muss ich dazu sagen, bei jemandem abgeschaut. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel YouTube-Videos mache und ich möchte im Nachgang auf einen gewissen Teilbereich von meinem Bildschirm näher eingehen, dann muss ich das kopieren und croppen, also die Ränder wegschneiden, Zoom reinbringen und so. Aber da dachte ich mir, beziehungsweise der andere findige YouTuber hat da eine super easy, richtig, richtig coole Möglichkeit gefunden, um das Ganze
deutlich einfacher zu machen. Nämlich, man spart sich den ganzen Spaß und macht direkt im Voraus einen Zoom dran. Ihr seht ja hier die Tasten. Ich ziehe das jetzt hier. Ich mache das jetzt immer klein. Den Store mache ich zu, Entschuldigung. Und den Stream Deck mache ich euch jetzt mal ein bisschen kleiner. So. Und wenn ich jetzt da drauf drücke, ich habe mir das nämlich unterteilt in OBS. Und das trifft es jetzt schon ziemlich gut. Denn wenn ihr jetzt mal schaut, ich drücke jetzt mal zum Beispiel hier drauf. Das ist Top Left. Und dann seht ihr schon, ich habe einen Zoom auf den oberen linken Bereich. Das Ganze mit der Mitte. Das Ganze oben rechts. Das Ganze auch für die mittlere Zeile, hier Mitte links, Mitte zentriert, mehr oder weniger, ist nicht so ganz richtig, Mitte rechts. Das seht ihr jetzt hier auch schon ganz toll an meinen ganzen einzelnen Szenen, die ich da eben habe hier. Die sind extra dafür quasi gemacht. Das Ganze natürlich auch für die unterste Reihe, einmal links, einmal Mitte, einmal rechts. Super, super Angelegenheit, auf jeden Fall, wirklich. Das spart euch so viel Zeit, denn ihr müsst dann später eben nicht umständlich in DaVinci oder Premiere oder in welchem Videoschnittprogramm auch immer, wie gesagt, zuschneiden, kopieren, Zoom reinbringen oder sonst was. Das passiert eben dann direkt hier. Genau, relativ kurzes Video, 16 Minuten, aber das im Wesentlichen seht ihr, das Stream Deck ist eben nicht nur was für Streamer, sondern eben auch für normale Menschen. Da haben wir es wieder. Mir fällt jetzt kein anderes Wort dafür ein, ehrlich gesagt. Aber im Endeffekt, ihr seht's. Ich lege es auf jeden Fall jedem ans Herz. Ich will es nicht mehr missen. Ich benutze es wirklich jeden Tag. Ich lege euch das Ganze in die Videobeschreibung. Da könnt ihr dann über den Affiliate-Link euch auch ein Stream Deck beziehen. Dann kriege ich ein bisschen Provision. Ihr zahlt aber nicht mehr. Das ist auch eine coole Art, Danke zu sagen. Ich bin mir ziemlich sicher, bei dieser Vielzahl an Plugins und an Erweiterungsmöglichkeiten, da habe ich ja auch nochmal diverse Videos dazu gemacht. Ihr seht aber, hier gibt es wirklich so unfassbar viel Zeug. Für Streamer ist es natürlich bombastisch, aber auch für alle anderen. Also ihr könnt damit so unfassbar viel machen. Und wenn es nur eure PowerPoint-Präsentation ist, ja, oder wenn es eure Kalender, die Zeiten, wie wann euer nächster Termin ist, wie lange ihr noch im aktuellen Termin habt, dazu habe ich noch ein Video gemacht, das mache ich euch mal hier oben rein. Dann könnt ihr euch das da mal anschauen, wenn ihr möchtet. Auch mega, also wirklich, ich bin absolut begeistert. Ich bin froh, dass ich es habe und mir bleibt jetzt nichts anderes zu sagen, als schreibt mir doch ganz gerne in die Kommentare, welche Tools ihr benutzt, die mit Stream erstmal nichts zu tun haben. Und wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid, ich würde mich wirklich sehr über ein Abo freuen und würde mich sehr freuen, wenn wir aus der 30 mindestens nach 31 machen können. Ich bin Ozan, bin raus.